Torgranate Expertentipp, die jungen Wilden dürfen heute mal ran. Nichts gegen dich, Ralf. Wollen wir aber auch ein bisschen feiern, weil der Colli letzte Woche mit 4 Punkten den Tagessieg errungen hat, wobei wir durch unseren Hünfeld-Kopftreffer eine Pizza ergattern konnten. Ich weiß nicht, was besser ist jetzt. Ne? Also, ja. Das Schöne ist, dass der Colli ja auch mitessen darf. Von daher, was davon. Voll zufrieden auf jeden Fall. Gut, 4 Spiele haben wir heute, weil das nächste Wochenende wieder pickepacke voll ist mit richtig geilen Partien. Und fangen an mit dem Spitzenspiel in der Hessenliga, würde ich fast sagen. Bochonia Fliegen gegen den TSV Lehnertz, Steffen. Das darf ich auch noch vorlegen. Ja, ja, Lehnertz ist super in Form und ich glaube, das werden sie auch in Fliegen zeigen. Fliegen wird es Lehnertz schwer machen, aber Lehnertz gewinnt am Ende 2-1. Ja, Lehnertz hat so viel Qualität, so gut drauf, 3-1, Erfolg. Ja, was hilfst du so dir an? 2-1 Heimsieg, weiter geht's. Man kann es manchmal auch nicht begründen. Nein, aber Fliegen hat ja auch einen guten Start hingelegt. Lehnertz natürlich noch einen besseren 2-2. Ja, wir gehen an die Verbandsliga, das wird schön. Johannesberg gegen den Hünfelder Sportverein. Aber Steffen, du darfst als ganz Neutraler in dieser Sache machen. Da sich Max und Johannes jetzt gleich gegenseitig zerstören werden, sage ich ganz solidarisch 2-2. Ja. Boxkampf Samstagabend schon bei der Zone? Nein. Max. Das wird eine lange Nacht. Ja, was soll ich sagen? 2-1 für uns. Ich sag mal, 17:30 wird es ja am Sonntag angegriffen. Ja. Ich hoffe natürlich für euch, dass viele schon kommen. Ja, ich weiß nicht, wer um 18 Uhr spielt, aber es kann nie so spektakulär sein, aber es geht trotzdem nur 0-0 aus, die ganze Geschichte. Ah, 0-0 glaube ich nicht, da ist vielleicht Hünfeld noch nicht gefestigt genug, wobei sie das gegen Kassel schon sehr gut gemacht haben. Guck mal hier, der Stadion will noch sogar auf Riedenrolle zuschieben. Na, wobei, also ich glaube, wenn ich mir die Mannschaften vergleiche, um 1-1, ihr habt schon ein paar Profis rumrennen, also, oder Ex-Profis. Also, das finde ich vor Hünfeld nett, aber trotzdem gehe ich natürlich auch mal in Hünfeld und sage 0-2. Gut. Unsere Rote Männer und unsere Eldersor spielen auch gegeneinander am Wochenende. Ja. Generell halte ich von Elders ziemlich viel. Ich denke auch, dass sie sich finden werden und am Ende die Liga halten werden. Und ich glaube, die können Rote Mann schon punkten. Ob es zu einem Sieg reicht, weiß ich nicht. Ich sag mal 1-1. Ich hätte mir sehr schwer getan, aber seitdem ich in Bronzell das Spiel gesehen habe, bin ich eigentlich relativ sicher, dass Rote Mann jetzt langsam drin ist und die gewinnt zu Hause 3-1. Ja, ich glaube auch Marc Röhrig ist einfach im Moment wieder, also wie an der Schnur aufgezogen nach der langen Verletzung, richtig heiß auf die Spiele. Und ja, das Moritz Reinhardt ist auch gut, aber nicht so gut wie ein Röhrig. Von daher gewinnt Rote Mann 2-1, sag ich. Ja. Das will ich in Frage stellen. Also der Moritz hat schon eine Riesenqualität. Also ich glaube, der wird, wenn du da Steinbach schickst, blind auf das 6 spielen. Okay. Also, Otto und Daniel Schimmer letzte Woche, ich frage, wer hat das Tor gemacht? Frag doch nicht. Also, das ist, und der spielt ja defensiv, also schon unfassbar. 1-1 mit Reinhardt-Tor natürlich. Gut. Wir gehen mal in Norden, haben ein schönes Eiderfelder Gemeinde-Derby, Steffen. Ofhausen gegen Seusdorf, genau deine Ecke. Genau meine Ecke, ja. Ich denke, Seusdorf gewinnt 2-1. 2-2. Ich habe Sympathie mit Ofhausen. Die hatten im Winter ein Testspiel gegen Pilgerzell abgesagt, haben dann uns jetzt im Sommer in der Vorbereitung eingeladen mit Würstchen und allem. Das vergesse ich nicht. Ofhausen gewinnt 2-1. Eine absolut sportlich legitime Begründung. André David trifft wieder bei Seusdorf, was mich besonders freut. Mit dem habe ich früher schon eine Kreisauswahl und so gekickt. Also schon sowas Kindergarten. Ja, ein Spitzer am André David, also... Ich habe schon lange keinen Spitznamen hier benutzt. Deswegen auch Ofhausen schießt er ab 4-1 Auswärtssieg. Mit André Labig. Alles klar. André, Torgarant Labig, ich weiß es nicht. Das war jetzt sehr unkreativ. Auf jeden Fall wird es richtig spannend am Sportplatz am Wochenende. Viel Spaß euch allen da.